Einen wunderschönen guten Morgen. Das letzte Mal leider hier aus Venice. Wir verlassen heute unser Apartment und leider auch Venice Beach. Es war einfach grandios hier. Unsere Koffer da unten sind gepackt. Wir treffen uns jetzt mit Kev und Benny und dann gehen wir nochmal richtig lecker Pancakes frühstücken. Das fehlt nämlich noch auf unserer Speisekarte. Wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht so groß Hunger habe, denn wir haben uns gerade nochmal unsere Reste, die wir noch übrig hatten vom Einkaufen, gemacht zum Frühstück. Wir haben wieder Rührei, Bacon und Toast. Denn das war uns dann auch zu schade, das wegzuschmeißen, nur weil wir es noch essen gehen. Und mal gucken, ob da überhaupt noch der ein oder andere Pancake reinpasst. Nach den Pancakes werden wir euch dann natürlich mitnehmen ins Hotel. Es geht höchstwahrscheinlich ins Sheraton Hotel. Hat aber leider dieses Jahr wohl kein Pool. Das finde ich echt ziemlich schade. On the edge, we fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry. Wir machen gerade noch einen kleinen Spaziergang durch LA, weil wir noch nicht einchecken können. Einchecken geht erst um 15 Uhr, wir haben es gerade kurz vor 15 Uhr. Und dann haben wir uns gedacht, warum gucken wir uns nicht das Hotel an, wo wir letztes Jahr waren. Und ich weiß es jetzt erst wieder zu schätzen. Dieser Pool ist einfach granatenmäßig geil. Eiskalt, umringt von Hochhäusern liegt dieser Pool. In unserem jetzigen Hotel haben wir leider keinen Pool. Da haben wir noch so eine Sonnenterrasse, wo wir ein bisschen entspannen können. Das weiß man dann natürlich erst so richtig zu schätzen, wenn man in seinem jetzigen Hotel keinen Pool hat. Deswegen, dieses Hotel war schon granatenmäßig geil. Das andere Hotel haben wir uns noch nicht angeschaut. Wir machen gleich eine kleine Roomtour, wenn wir einchecken können. Und dann schauen wir mal, wie die Zimmer so aussehen. So, Muchachos, wir sind im Hotel und haben eingecheckt. Ich habe ein kostenloses Upgrade bekommen auf eine Suite. Richtig geil. Marvin und ich haben getrennte Zimmer, deswegen gucke ich erstmal mein Zimmer an. Ich habe auch gesehen, hier ist der Fahrstuhl hinter mir. Fahrstühle. Und mein Zimmer ist einfach eiskalt, richtig praktisch, direkt neben dem Fahrstuhl. Ich war selber noch nicht drin, deswegen wir gucken uns das Ding jetzt zusammen das erste Mal an. Karte funktioniert schon mal, gutes Zeichen. Ich mache uns erstmal Licht an, damit wir auch was sehen. So, kommen Sie doch mal mit. Eingangsbereich. Eine Spiegel. Dann haben wir, ich kann da ja ganz weit um die Ecke gucken, Muchachos. Guckt euch das doch mal an, es ist übertrieben dunkel. Okay, also Zimmer. Riesiger Fernseher. Oh. Guckt euch doch mal an, wie groß dieses, ich kann hier ja fast Marathon laufen in meinem Zimmer. What the fuck? Ich glaube, ich hatte noch nie so ein großes Hotelzimmer. Wie geil ist das denn? Hier sogar noch mit einer Couch. Ich habe hier eine Sitzecke in meinem Zimmer. Couch mit Fernseher. Und am Bett habe ich nochmal einen Fernseher. Ich würde sagen, ich hatte Glück, dass ich als letztes von uns vieren eingecheckt habe. Ich glaube, nur deswegen habe ich den kostenlosen Upgrade bekommen, weil keine Zimmer mehr frei waren, keine anderen. Und gucken wir uns mal hier das Badezimmer an. Eine schöne Spiegel. Wir haben ihn wieder am Start. Tut laufen. Haben wir hier Badewanne mit Dusche. Okay, das Badezimmer muss ich sagen, ist nichts Besonderes. Für eine Suite hätte man vielleicht mal so irgendwie. Aber okay, ich weiß nicht, Whirlpool ist vielleicht auch noch eine andere Preisklasse. Aber schönes Badezimmer ist ja auch frei begehbar. Hier ist genug Platz. Aber das Zimmer ist ja mal einfach übertrieben groß. Der Ausblick hier runter. Ihr seht nicht sonderlich viel, ne? Man hat auch nicht ganz so viel. Oh, da. Oh. Oh. Wir können da auf einem Pool auf eine Dachterrasse gucken. Nice, nice. Auf die Seite haben wir leider nur ein Parkdeck. Die Aussicht könnte tatsächlich noch ein bisschen besser sein. Aber bei so einem riesigen Zimmer und einem, vor allem einem kostenlosen Upgrade auf eine Suite, kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Aber Marvin ist ja nochmal zwei Stockwerke über mir. Das ist, glaube ich, Stockwerk 23. Ich bin jetzt 21. Was bedeutet, er könnte vielleicht auch einen besseren Ausblick haben. Ich habe das geilere Zimmer und Marvin hat vielleicht den besseren Ausblick. Wir werden das sehen, Muchachos, und starten Marvin gleich mal Besuch ab. So, wir sind jetzt im 23. Stockwerk angekommen. Psst, ganz leise, damit er nicht merkt, dass wir kommen.
Oh, er steht nur dumm im Zimmer rum. Ich dachte, wir erwischen ihn vielleicht bei irgendwelchen Schandtaten. Ich kam gerade aus der Toilette. Wie ist dein Zimmer? Ich bin eigentlich... Sieht doch eigentlich ziemlich schick aus, wa? Ist zwar nicht so geil wie meins, aber... Ist so relativ dunkel hier, ne? Ist, ja, ich hab übertrieben Probleme schon mit der Kamera gehabt. Bei den ganzen Zimmern und auch auf den Fluren zwischendurch. Das Licht ist hell und sobald du nicht mehr unter der Birne stehst, ist sofort komplett dunkel. Gucken wir mal, hier haben wir aber guck mal, das Bett auch für Marvin gehen. Ein sehr schönes, großes Bett. Was hat Marvin für einen Ausblick? Da nach links, das ist ungefähr so mein Blick da auf das Parkhaus. Aber Marvin kann hier richtig schön gechillt runter auf die Straße gucken. Digga, guck dir den Pool an. Und den Pool, ja, den Pool habe ich auch gesehen von mir aus. Er läuft. Wie sieht dein Badezimmer aus? Ja, das Bad ist im Bad, ne? Also, das ist wenigstens richtig. Hab ich, genau dasselbe habe ich, glaube ich, bei mir auch gesagt. Nein, aber eine Badewanne hast du auch, oder? Badewanne habe ich auch mit Dusche. Sieht auch ziemlich genauso aus wie bei mir. Nichts sonderliche, großartig Spezielles, aber Marvin, mein Zimmer ist einfach so motherfucking riesig. Alter, ich hab den Teil, wo du dein Bett hier stehen hast, und dann kann ich nochmal mindestens denselben Raum in die Richtung durchgehen. Alter, das ist einfach so riesig. Marvin kann gleich schön neidisch werden. Wollen wir zusammen hochgehen, oder was? Ja, gehen wir mal hoch. Okay, Muschaschus, wir gehen jetzt hoch in mein Zimmer, ihr kennt das ja schon, ne? Aber wir filmen mal, wie neidisch Marvin sein wird. Alter, erstmal so ein fettes Sofa, Digga, wer braucht das? So, ja, hier stellen wir mal eben was ab. Können wir auf jeden Fall zu dritt alles schön machen. Hör auf, mein Zimmer jetzt schon noch nicht zu machen, Alter. Ich stell ja eine Wasserflasche hin, Alter, beruhig dich! Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, hier ist halt so hart um die Ecke gedingst, ne? Und mein Zimmer, mein Spiegel ist halt... Aber das Geile ist hier, du, guck mal, du kannst scheißen gehen und kannst eigentlich zeitgleich auch deinen Kopf abduschen. Also eigentlich, ich glaube, das mache ich, Alter. Ist eine ganz coole. Ist doch eine richtig geile Erfindung eigentlich, Muchachos. Also wir machen das. Ja, wollte nicht schon immer mal so kacken und dabei sich die Haare waschen. So. So. Kriegst du, schaffst du's? Alter, so lange das dauert. Okay, jetzt hast du hier so die Haare waschen. Jetzt läuft das Ding, sieht man auf der Kamera nicht, aber Dusch läuft jetzt. Ja, praktisch, Alter. Wusste ich, ich selber wäre nicht drauf gekommen. Alter, das geht ja noch viel. Und jetzt. Alter. Digga, ich habe auch eiskalt zwei Fernseher, ne? Ich habe hier links vom Bett einen und hier vorne sitzt eigentlich auch noch ein. Was ist hier? Ich weiß nicht, ich habe noch nicht versucht, das ist wahrscheinlich das Nebenzimmer. Ist aber zu, denke ich mal. Lol. Aber muss man von der anderen Seite auch aufmachen. Okay, ja. Das ist auch so, da kann man sich hier ein Zimmer buchen und nebenan seine käufliche Gefährtin einquartieren und dann kann man hier einen auf... Nein, Schatz, ich hatte ein Solozimmer. Also ganz ehrlich, also das Sofa, ich habe ja das in so einer Mini-Variante, aber das ist ja auch schon richtig krass, hier kannst du eine richtig geile Party feiern. Ja. Also das gleiche Bett habe ich ja auch, ne? Also das Bett kann man sagen, es ist nur das Sofa mehr, ne? Und das Sofa ist mehr, ja, und es hat viel mehr Platz, ne? Ja, also viel, viel mehr Platz. Ist schon sexy. Okay, ja. Marvin ist auch begeistert von meinem Zimmer, ich bin begeistert von meinem Zimmer, Muchachos, wir wissen noch nicht, was wir jetzt machen, denn es ist Samstag. Und das hier ist halt Los Angeles Downtown. Eine Stadt, die komplett eigentlich nur für Berufstätige da ist. Was bedeutet, unter der Woche, also am Wochenende, ist hier einfach nichts los. Es ist auf den Straßen alles leer, alle Geschäfte sind zu und man kann eigentlich nichts machen. Ist ein bisschen schwänzt jetzt, ist ja Samstag, deswegen mal sehen, wie wir heute unseren Tag haben. Willst du den nochmal anziehen? Willst du dich. Digga, eins hat hier so noch so einen schönen Bademantel. Fühlen wie eine Dame. Aus Seide? Aus Seide? Digga, der ist. Alter! Der ist richtig aus Seide. Boah, da hinten werde ich mal reinschlüpfen hier, Muchachos. Also, wir müssen nochmal gucken, wie wir jetzt den Tag verbringen. Aber falls wir noch etwas Freshes machen, nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Ansonsten nehmen wir uns morgen wieder, denn morgen ist ja schon die Microsoft-Pressekonferenz und wir sind gespannt, was da alles für geile neue Spiele vorgestellt werden. Ciao. Natürlich versauern wir jetzt nicht im Hotel. Wir sind jetzt noch mal ein bisschen rausgekommen und haben uns eine Shisha-Bar rausgesucht, die wir auch schon letztes Jahr besucht haben. Das ist das gute Schmuckstück. Schauen wir mal. Come in and find out. Come in and find out? Okay, ich geh wieder raus. Shisha geraucht und ein bisschen Durak gespielt und Durak, geht's dir gut als Verlierer? Danke. Easy, abgerippt den Jungen. Safe ist, dass ich gewonnen habe, also ja. Es gibt keinen Gewinner. Daddy hat gewonnen, solange ich hier ist der Durak. Ja, jetzt gehen wir lecker was essen, den ganzen Tag, wir haben noch nicht wirklich was gegessen, außer morgen die Pancakes. Bin ich mal gespannt,
wie es beim Mexikaner wird. Hat nämlich der liebe Kev empfohlen. Jetzt haben wir uns so einen richtig geilen Burrito geholt. Alter, so ein fettes Teil ist das. Patz, ey. Davon kann ich morgen noch essen. Alter. Ja, das ist so ein Kind hier, Alter. Ja, die komplett ohne Gemüse natürlich. Ja, guten Appetit. Alter, so ist er richtig reingehauen. Mm, Alter, nice. Meiner sieht wahrscheinlich genauso aus. Jetzt will ich aber was essen. Was ist da alles drin? Chicken.